Hallo, Mensch, da bin ich wieder. Hier, guck. Ja. Und die Marlene ist auch da. Richtig, ich bin auch Schön. wieder da. Ja. Ich sehe gerade, ich muss unbedingt schnell schlafen gehen. Ich habe irgendwie das beim Abspeichern nicht gemacht. Mir geht's auch nicht ganz so gut, kann das sein? Ich husch mal eben schnell rein. Ich muss kurz. Hallo, dass ihr dabei seid. Ja, freut mich. Ich muss kurz sagen, das mit dem Video hat es ein bisschen länger gedauert. Ich war ein bisschen eingeschlagen gesundheitlich, deswegen. Konnten wir keine Videos drehen, beziehungsweise nicht das nächste Video. Aber können wir ja jetzt. Genau, und ich bin noch so ein bisschen am Hüsteln und Räuspern. Also bitte das zu entschuldigen, wenn das jetzt irgendwie hin und wieder mal vorkommt. So ganz fit bin ich noch nicht, aber ich gebe mein Bestes. So, ich wieder raus. Räum mal mein Inventar ein bisschen auf. Ich brauche dringend was. Zwischen die Kiemen. Warte mal, ich gucke hier. Essen haben wir hier ein bisschen. Ansonsten, ich weiß gar nicht mehr, wie war es? Wieder Plan? Haben wir irgendwie was gehabt? Ich weiß, dass wir hier die Stelle der Nacht- und Nebelaktion aufgebaut haben. Ja, weil wir Pause machen mussten und ich würde sagen, wir stiefeln einfach mal weiter und ich hätte Interesse, hier links mal hochzugehen. Das hatte ich nämlich letztes Mal schon. Hier, da wo es so von Menschenhand gerodet aussieht, da würde ich nur gerne mal gucken. Also wir müssen da nicht weitergehen, wir können auch am Fluss weitergehen, aber ich würde es mir gerne da Nicht von oben. daher kommen. Nee, wir sind von rechts gekommen. Da, wo du jetzt stehst, wenn du dich umdrehst, da kamen wir her. Und hatten dann hektisch nach einer Stelle gesucht, also konnten hier überall nicht bauen, dann wollten wir erst hier drüben bauen, wo die ganzen Bäume liegen, war aber zu schräg und dann sind wir hier auf diesen schmalen Streifen ausgewichen. Ach so, hier lang. Ach so, ja, kann sein. Also ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich würde jetzt einfach mal recht geben. Wie sieht's denn aus? Kokosnussschalen mitnehmen? Ja, war ein paar. Bitte? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Ein paar Kokosnussschalen müssen wir schon mitnehmen, würde ich sagen, ne? Ich bin auch noch nicht fit, ganz ehrlich. Okay, was brauchst du? Boah. Warte mal, ich muss kurz gucken. Ich brauche Eiweißquelle. Ja, wäre Fleisch gewesen, Aber ich okay. krieg's. Gelb und blau. Gelb und blau. Gelb. Kohlenhydrate und Wasser. Kohlenhydrat und Wasser. Wasser ist hier direkt vor mir, da kannst du einfach die Schalen austrinken. Das Fleisch habe ich schon auch gegessen. Deswegen habe ich keins mehr, was ich dir anbieten kann. Alles gut, alles gut, alles gut. Kein Problem, jetzt habe ich hier eine mitgenommen. So, Genau, dann müssen wir mal gucken, dass wir wieder, vielleicht wenn wir hier die Kurzexpedition nach oben machen, vielleicht finden wir einen Vogel oder so, den wir dir beraten können. ist ein Pfeil und Bogen? Natürlich. Cool. Bin noch hier die Jägerin. Hast du jetzt schon getrunken? Ja. Hier ist noch Ja. mehr, wenn du brauchst, ne? Ja, passt. Also das geht schon. Ja. Guck mal da wegen dem Vogel. Ich würde hier mal Okay, kurz dann gehe ich mal in darüber. die Richtung. Also wir bleiben ja erstmal hier so perspektivisch kurz, ne? Oder Na, wo? ich würde schon weitermachen wollen. Okay, aber wir wollen jetzt erstmal Nahrung holen. Ja, okay, ja. Weil dann würde ich nämlich jetzt gucken, dass ich hier drüben, hier ist noch eine Schnecke, die würde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Und vielleicht finde ich jetzt hier noch irgendwie so ein. War interessant hier oben, ne? Ja? Ich glaube erstmal hier war ein Tier, was ich nicht mag. Ich komme mal lieber wieder rüber. Okay, wieder Aber unten. da oben sind auch überall abgeholzte Bäume. Also. Ich muss mich Okay. nur mal kurz bewaffnen. Das sieht so nicht hier. Geh ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob das ein Grunzetier war oder ob das einfach auch ein böses Tier war. Gefährlich Ich ist. muss mal lauschen. Ist halt auch also ein bisschen wenig Getier im Fluss irgendwie. Unangenehme Geräusche. Da oben. Oh, Schwein, Schwein, Schwein. Meins gut. Ich habe hier ein Ei gefunden, das ist schon mal gut. Oh, eine Schlange. Schlange, habe ich irgendwas zum. Ja. Oh, wir waren noch mal Luft anhalten. Tab, ne? Bitte? Oh, ich habe ein Schwein erlegt. Sehr gut. Nee, doch nicht. War nicht tot. War nur festgebackt. Eieiei. Aber hast du es getroffen? Ja, es ist jetzt angeschossen. Tut mir ein bisschen Eieiei. leid. Also ich habe auf jeden Fall hier eine Schlange. Boah, dieser Pfeil, der zittert, ne? Die ganze Zeit. Wie ist nochmal Luft anhalten? Mit Shift oder Tab, boah, ich bin jetzt gerade, kann ich dir jetzt gerade so nicht sagen, aber irgendwas, genau, also du meinst, dass es nicht so wackelt, ne? Also ich habe jetzt gerade ein Gürteltier geheadshottet, falls das echt machen. Echt?
Na, ist doch gut. Mir ein bisschen leid, der Pfeil war direkt im Kopf. Ja, dann ging es halt schnell, ne? Kurz und schmerzlos. Ist eigentlich immer ganz gut. Schau mal eben, ob das geht. Ja. Nee, okay. Oh, eine Plöre drin, oh, ey. Ja. Ja. Hast du eigentlich die Zeit im Blick? Also, das hast du dir einen Timer gestellt? Nö. Dann, also, soll ich das machen oder machst du das? Nee, mach du es bitte. Ich kann jetzt gerade nicht. Ich muss hier meinen Gürtel die Panzer anziehen. Ich muss mal hier den Timer machen. Schon wieder ganz schön wenig Pfeile. Irgendwie. Naja. Sind wir alle verschossen oder was? Irgendwie schon. So. Es sind immer noch sehr komische Geräusche. Ich geh mal weiter suchen hier. Ich will mal versuchen. Obwohl, ich hab Fleisch. Wir legen das mal auf den Grill für dich, wa? Hast du Holz? Dann leg mal bitte Holz auf dem Grill nach. Habe ich Holz? Ja, ein bisschen. Also ich bin jetzt auch ein Stückchen weiter weg, aber ich kann auch gleich umdrehen. Okay, dann mache ich das. Hier ist irgendwie ganz spannend. Ich habe immer ein bisschen die Hoffnung, dass ich hier irgendwo noch so einen Fisch irgendwie kriege oder so. So, auf jeden Fall liegt jetzt einmal Fleisch am Grill für dich. Sehr gut. Genau. Und ich würde sagen, wir halten uns jetzt aber auch trotzdem nicht mehr allzu ewig hier auf. Ja. Also, entweder, also ich kann da oben selbst nochmal expeditieren, während du hier auf dein Fleisch wartest. Aber deine Vitalwerte sind gut, oder was? Ja. Noch cool. Ja. Okay, cool. Also ja, du kannst das Fleisch dann einfach essen, weil ich brauche jetzt erstmal gerade keins. Vielleicht finde ich oben auch noch ein Tier, was wir dann mal eben abgrillen können. Mhm. Guck mal eben. So. Also ich habe jetzt noch eine Flange und eine Kokosnuss. Kokosnuss, ist das irgendwie ein Thema, oder? Nö. Nee. Guck ich jetzt mal, was man hier mit dem Gürteltierpanzer machen kann. Das war falsch. Das? Los, kann ich die jetzt hier nicht? Doch, so. Ja? Nein. Das? Nein. Ja? Nein. Sehr gut. Wie geht denn ein Gürteltierpanzer? Panzerung. Bitte was? Wir versuchen mir gerade eine Panzerung zu bauen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ach, cool. Ja, ich habe mir ein Gürteltier gejagt und da dachte ich mir. Lege ich den Spaß mal an, wenn ich denn wüsste, wie man sie baut. Boah, das weiß ich auch nicht. Aber steht es nicht vielleicht im, im Buch? Nee, leider nicht. Also ich guck da gerade. Sag mal. Wenn nicht, müssen wir es mal googeln. Weil das nimmt dann schon viel Platz in meinem Inventar weg und ich würde es aber schon gern benutzen. So. Töpferei, Blasrohr. Wir haben noch kein Blasrohr. Zweihandwaffe, Fäuste, Klinge. Nee, also keine Ahnung, wie das geht. Okay. Leider. So. Huch. Nee. Das ist Mist, weil das Ding nimmt echt viel Platz weg. Also wenn wir das nicht rausfinden, dann werde ich das wegschmeißen. Oh, das ist total spannend, aber ich muss zurück. Ich komme zurück. Ja, gut. Ich habe auch irgendwie hier... Ja, also ich werde den Gürteltierpanzer dann jetzt wegschmeißen, weil ich nämlich nicht weiß, wie es geht. Okay, aber war das also... Steht nicht im Buch. Nee, und einfach jetzt auf den Stein legen und so ein paar Sachen ausprobieren? Habe ich versucht mit Holz und mit Stöckchen und mit Tau. Das hat alles nicht funktioniert. Okay. Und der ist aber so groß, ja, oder was? Ja, der ist riesig. Der nimmt unfassbar viel Platz weg. Okay, ja, ist natürlich blöd. Okay, verstehe. Uah. Also wenn du den einstecken kannst, gerne. Für mich ist der zu groß. Ach, hier ist so ein Tier. Also so ein, wie heißt das hier? Diese kleinen mit dem Rüssel? Kleine was? Diese Rüsselschweine. Tapir? Tapire? Ja. Ist hier gerade so lang gewackelt. Aber ich habe zu wenig Energie. Also ich schaff's gerade so ins Camp. Papa, ich schieße hier schon wieder alle meine Pfeile und treff nix. Auch schön. Also dieses Pfeil- und Bogending ist irgendwie nervig, weil der halt die ganze Zeit wackelt. Also keine Ahnung. Ja, wenn ich musste mal eine Tastenbelegung gucken, du kannst ja, halt... Es gibt da so eine Taste, aber die hält ungefähr eine Millisekunde. Also es bringt mal gar nichts. Welche ist das? Die Tab-Taste? Ja. Okay. Ich
wird man auch wenn man schießt, besser. Nee. Jetzt ist mir der Schwein schon wieder mit dem Pfeil abgehauen, also ich habe langsam nicht mal mehr Pfeile. Ich habe auf jeden Fall ein paar... Vögel finden? Ja, haben wir aber nicht. Nee, ein paar Federn gefunden. Ah, das ist sehr gut. Dann kann ich mir vielleicht nochmal ein, zwei Pfeile bauen, weil ich habe, glaube ich, nur noch zwei oder so. Also eine. Ja gut, dann kann ich mir einen Pfeil bauen, weil eine Feder habe ich auch. So, dafür habe ich ein bisschen Fleisch. So, und ein bisschen ist gut. Ich habe jetzt viermal Fleisch. Ich pack das mal hier rauf. Ja, also hier geht's wieder direkt in den Dschungel rein. Nach den abgeholzten Bäumen ist dann direkt wieder Dschungel. Keine Ahnung, wo man hier landet. Wir müssen eh gucken, wo wir dann hin müssen, ne? Na, ich würde weiter am Fluss lang laufen. Beziehungsweise wir müssen mal auf die Karte gucken und uns orientieren, was am besten wäre. Muss ich das Ei auch braten oder kann ich das so essen? Kannst du es grundsätzlich auch roh essen? Ich hab hier blaue Pilze. Die kann man auch essen. Hab ich schon gemacht. Oh, Kohlenhydrate und Energie. Sehr gut. Vielleicht Namen geben, wa? Essbar. Essbar. Okay, ich mach mal essbar. Dann müssen wir beim nächsten Mal alles cool kommen lassen. Alter, ich treff die Viecher, meine ich, am Kopf und dann treffe ich sie wieder irgendwo anders und die rennen weg. Das ist unfassbar. Ja, schon hier. Das leidende Gebrüll von den Viechern. Richtig nervig, ey. Ja, ist auch runtergerannt zu dir. Wasser habe ich ja auch noch. Das ist ganz gut. So. Das ist durch. Das ist auch durch. Dann. Warte mal. Wenn wir das hier mal gleich auf den Grill hauen. Klappert man gleich. Achso, die sollte ja nachlegen, wa? So. Jetzt ist es endlich umgefallen. Und Achso. Rollt ins Wasser. Sehr gut. Tut mir ein bisschen leid, aber. Du wirst gleich gewaschen. Es ist schon traurig, wie es hier so ins Wasser gerollt ist, aber es ändert nichts. Ein Picari. Für die Tierpanzer. So, haben wir erstmal ein Fleisch hier. Darüber lesen kann. So. Ordentlich Knochen, ordentlich Fleisch. Ja, wie gesagt, Gürteltierpanzer, keine Ahnung. Was hast du denn hier aufgepackt? Klapperschlange? Klapperschlange. Ich habe zwei getroffen und habe mich mit denen unterhalten und dann... Ja, ich glaube nicht, dass du dich mit denen unterhalten hast. Dann ist es ziemlich spät gekommen, wir waren uns nicht einig und dann, naja. Wie es immer so ist, ne? Naja, dann ist ja gut. Kannst auch Sachen werfen, ne? Mein ganzes Inventar ist schon wieder voll und ich weiß nicht wovon. Ja, Fischen. Okay, Blasrohr. Ja, so richtig ist hier nicht zu sehen, wa? Mit dem. So, dann packe ich mal Fleisch nach. Zack, ich habe sogar dreimal Fleisch bekommen. Bitte? Ich habe dreimal Fleisch bekommen. Okay. So, dann kann ich die Stecken noch aufpacken. Brauchst du Fleisch? Warte mal, ich leg noch, hier ist gekocht. Mal. Iss mal. Da, zack. Ja, ich habe zwei drin. Achso. Tatsächlich. Also wenn du die zwei nehmen willst, dann ist doch gut erstmal. Dann nimm die mit. Einfach hast du das auf Reserve hier. Naja, mein Inventar ist relativ voll, deswegen wird es irgendwie schwierig für mich jetzt. Ist da noch irgendwas am Feuer oder was? Ja, ich habe gerade Fleisch hingepackt. Achso, war doch gerade jagen. Ja, ich sehe das gerade nicht. Okay. Ach okay, warum nicht? Also siehst du gar nichts oder wie? Nee, bei mir oder ich. Nee, ich sehe es irgendwie nicht. Ja. Oder doch? Nee. Hattest du jetzt rausfinden können, was mit dem Gürteltierpanzer ist? Nee, ich habe jetzt mal so ein bisschen durchgeblättert, habe aber tatsächlich nichts gefunden. Weil ich, weißt du, so liegen lassen, das ist halt auch irgendwie doof, oder? Weil ich plätschert irgendwas im Wasser, das ist ja mal hart nervig. So, okay, warte mal, ich guck nochmal schnell auf meinen Tacho. Ja. Spät ist es 14 Uhr, okay. Also wenn ich den Panzer mitnehme, dann kann ich tatsächlich nichts anderes mitnehmen. Naja, also ich meine, Gürteltiere gibt es ja noch ein paar. Wahrscheinlich ist es jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich. Es wäre halt schön, sich das gleich zu bauen. Das hätten wir vielleicht mal vorher nachgucken sollen, wie es geht. Ja. Weil es wäre ja auch nicht schlecht, wenn wir jetzt mehr oder weniger mal eine Rüstung anlegen könnten. Die würde uns vielleicht vor der einen oder anderen Attacke und Kratzer-Nummer hier schützen. Richtig, ja. Also...
Aber meinst du es gut, das jetzt mitzunehmen und dann Lagerplatz? Weiß ich nicht, ich würde gerne einfach nur wissen, wie die geht. Dann könnte man die einfach machen. Ah, sieht schon ein bisschen aus wie so ein Schulterpolster, oder? Naja, du kannst aus. Ich weiß, dass du aus dem Gürteltierzeug deine Rüstung bauen kannst. Ich weiß nur nicht wie. Also das ist nicht die Frage. Und zweimal Tau kann ich dazu packen, aber kein Holz oder so. Also keine Ahnung, wird man da. Genau, und dann füllen sich da die Punkte, genau, und dann brauchst du noch ein drittes. Tau oder was? Nee, also da sind ja diese Punkte. Ja, genau. Und dann ist einer noch frei. Und du kannst aber noch nicht auf Herstellen drücken, also. Ah, okay, verstehe. Also keine Ahnung, wie das funktioniert. Halt auch echt wirklich, also das finde ich wirklich schade. Das ist hier nämlich umsonst gestorben, außer für das Stückchen Fleisch. Ein Stein vielleicht? Nee. Hm. Lina-Blätter auch nicht. Ich habe ein Tabakblatt noch, Knochen. Stachelrochen, Stachel. Ja, nö, dann ist es halt so. Dann, ach, was weiß ich würde es dann hier liegen lassen. Also. Ganz ehrlich. Ja, okay, gut. Dann ist es so. Also, wir werden noch ein paar Treffen unterwegs, denke ich. So, Fleisch fertig. Nimm's mal mit. So, die Schnecken. Oh, das eine ist ein bisschen verkohlt, oder? Eine Wasserflasche habe ich noch dabei. Wir hatten eigentlich auch Schildkrötenpanzer. Wo sind denn die? Ich hatte doch zwei Schildkrötenpanzer. Hast du die? Aber die auch schon wieder nicht mehr. Großes Kino. Die Viecher sterben jetzt irgendwie immer bei uns umsonst. Sind die nicht weg, wa? Also. Oh, knallen wir uns nochmal schnell hin? Ja, dann los. Achso, wir können ja nicht beide, wa? Nee. Ach, scheiße. Dann machen wir es schnell nochmal. Ja. Dann kannst du ja vielleicht noch die Kokosdinger einpacken, die hier rumliegen. Oh, ich habe ganz wenig Platz. Aber ich guck mal, ob ich was rausnehmen kann. Ich habe ganz viele Molinera-Blätter. Ja, die kannst du erstmal zum Verband machen. Dann kannst du die, glaube ich, stapeln. Stimmt. Dann mache ich das mal. Okay, jetzt bin ich raus. Und dann ist noch warm. Ja, aber es wird gleich dunkel werden wahrscheinlich. Nein, herstellen, also ne? Ist halt die wahrscheinlich, ja, das ist die Frage, ob wir jetzt überhaupt noch losgehen, weil es ist jetzt schon wieder 16 Uhr im Spiel und... Ich glaube, das nicht so klar schlau ist. Bauen wir uns eine Fackel. Na gut. So, Kokosnuss. Dann nehmen wir hier auch noch mit. Oh, hier. So, was soll ich brauchen? Einen Drink. Ist alles leer. Naja, dann. Ich speichere mal eine Runde. Sicher ist sicher. Ja. Okay. So, ich brauche Eiweiß. Warte mal, ich brauche ja, was brauche ich? Ich weiß es vergessen. Welche Farbe hast du denn? Gelb, Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. Ja, das kann ich dir schwierig geben, denn ich habe Nüsse. Ich weiß nicht. Nee, die geben nur ein Kohlenhydrat. Das wird dir nicht helfen. Das ist einfach von allem etwas. Das Ei, kann ich das so essen? Oder ja, was? Kannst du. Ah. 10 Proteine, 10 Fett. Aber er meint, das war keine gute Idee. Es schmeckt ihm einfach nur nicht. Ja. Naja, gut. So, was sagt denn jetzt eigentlich der Plan? Die Karte. Wo sind wir denn eigentlich? Weißt du das? Nee. Weiß ich nicht mehr. Okay, aber du meintest, wir sind von da gekommen. Nee, wir sind von rechts gekommen. Na, von hinter dir. Ja, ja. Genau. Und ich bin der Meinung, wir hätten darüber geredet, dass wir immer am Fluss langlaufen wollen. Aber da, ich glaube, wir wollten immer am Fluss langlaufen, weil wir dann zu dieser großen Öffnung bei 1920 kommen. Weißt du? Also 18, 19, 50 auf der Karte. Warte mal, ich guck gleich. Warte mal, 18... 18, 19 und dann auf 50 hoch. Ich glaube, wenn wir den Fluss einfach weiterlaufen, wollten wir zu dieser Öffnung und dann wollten wir Richtung großes Wasser weiterlaufen, also links rum. Das
kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Und wir schon auf dem Weg zum großen Wasser sind. Wir sind durch das Steintor durch, ne? Na, ich rede von 18, 19 und 50. Da ist das Steintor nicht meiner Nähe. So. Hey, guckst du auf die Karte, oder? Ja, ich habe gerade aufgeguckt, aber ich muss gerade mal kurz, so, also, jetzt reden wir zu, ich wollte die Fackel anmachen. Oh, hört doch auf. Ja, es wird nicht viel Sinn machen, im Dunkeln loszugehen. Aber egal, guckst du auf die Karte? Ja, ich gucke. Gut, also, ich rede von 18, 90 und 50. Da, wo der breite Fluss in den schmalen Fluss mündet. Mhm. Und bei 1952 ist meines Erachtens das Lager, wo wir losgelaufen sind. Also dieses Fischerlager mit der vorgelagerten Insel. Und deswegen sind wir nach links gelaufen. Und wenn wir jetzt weiter nach links laufen, dann müssten wir zu der großen Öffnung da, zu dem See oder dem Meer kommen. Bei 1890-54. Okay, ich verstehe, was du meinst. Nach links. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass das Wasser von links nach rechts fließt. Ja, das ist inwiefern relevant? Fließt es nicht immer zum großen Gewässer? Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das Spiel so naturgetreu ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir ganz sicher von rechts kamen. Okay, also wir wollen nicht rechts hoch, sondern jetzt da lang, wo ich jetzt hinzeige. Ja, weil wir kommen von der anderen Seite. Wir sind hier die Schräge runtergelaufen. Okay. Oh ja. Deswegen, du willst jetzt echt loslaufen. Ja. Im Dunkeln. Meinst du nicht? Naja, gut. Ich vermute, dass wir irgendwie draufgehen, einer von uns, aber... Wahrscheinlich. Gut. Werden wir sehen. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr viel Kapazität in meinem Rucksack. Also das muss ich, dabei bleibe ich. Die Blüten kannst du liegen lassen. Die habe ich weggeschmissen. Die, hast du die jetzt aufgenommen? Ja, ich dachte, oh krass, das hat irgendjemand dahin drapiert. Ja, ich. Okay. Hey, ist ein riesiges Vogelnest. Da hast du wahrscheinlich das Ei gefunden. Ach, du bist da drüben. Okay, dann komme ich mal rüber, würde ich sagen. Damit wir zusammenlaufen. Ja, ich will so ungern durchs Wasser irgendwie die ganze Zeit. Okay. Ich habe das Gefühl, aber da keucht und fleucht das so rum. So, ich habe nochmal ein Ei und eine Feder. Ich baue mir mal eben schnell einen Pfeil, weil ich jetzt wieder genug habe, zumindest für einen Pfeil. So, zack. Ist das schon mal gut. So, wo bist du denn? Da. Komm mal her, ganz vorsichtig, hierher zu mir. Ganz vorsichtig, okay. Warum? Das ist den Weg da hinten. Ja. Und da ist gerade ein Tiger direkt drüber gelaufen. Ernsthaft? Auf der anderen Seite, ja. Von links nach rechts oder von rechts nach links? Von links nach rechts und der ist ganz gemütlich rüber getrabt. Okay. Das heißt, der ist hier oben irgendwo. Schön. Aber wenn er nach rechts abgehauen ist, ist ja gut. Da wollen wir ja nicht hin. Dann, aber jetzt wird es richtig schön dunkel. Genau, jetzt müssen wir hier lang, weil hier ist so ein Baumstumpf. Okay. So ein Baum, da können wir hoch. Ja. Naja, Hauptsache weg vom Tiger, ne? Oh, hier ist eine Stromschnelle, siehst du die? Ja. Krass. Ja, ich bin jetzt, nachdem du gesagt hast, du hast einen Tiger gesehen, etwas in Sorge. Naja, der ist, wir müssen einfach... Ja, aber wo es einen gibt, gibt es ja vielleicht noch mehr. Absolut. Also, ich weiß nicht, ob ich das so gut und gemütlich finde im Dunkeln. Oh, hier gibt es bestimmt auch Krokodile. Also damals, als ich in Florida habe ich gelernt, in Mangroven ist nicht so gut. Hier drüben ist eine... Komm mal hier oh hoch. Ja, ich sehe es. Mhm. Ja? Wollen wir da hin? Ja, natürlich. Okay. Vielleicht können wir da ja schlafen. Oh, da ist auch ein Boot. Ah, okay. Oh Gott. Ich muss aufpassen, dass hier... müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwie... Hier ist ein Vögelchen. Hier ist aber viel los. Ah, ich kann den nicht mitnehmen. Hast du Platz? Ja, nee, auch nicht. Wow. Ich sammel den mal. Dann kann ich den bestimmt mitnehmen. Hier ist richtig was los. Hier sind so Baumhäuser. Ja. Was? Okay. Sieht das nach belebt aus? Nee, ne? Nicht, grundsätzlich nicht. Ich habe gerade was gehört. Egal. Grundsätzlich nicht. Wir müssen nur aufpassen. Das sieht ein bisschen nach Krokodilmäßig hier aus, ne? So vom Wasser her. So ein bisschen sumpfig, Mangroven. Also ich würde da jetzt nicht einfach durchlatschen. Moment. Ich wollte nicht so durchs Wasser latschen. Ich bin noch nicht im Wasser, warte mal. Ich habe hier ein Dorf gefunden. Okay. Hier hinten sind nämlich. Tessa, ja. Genau.
Okay, das war ein anderes Tier. Also ich wäre an deiner Stelle ein bisschen vorsichtiger hier mit dem Wasser. Das kann mal eben kein Mal um die Ecke kommen. Das ist kein Wasser mehr. Das siehst du von hier aus. Das ist Schwamm. Okay. Ja. Hier durch. Na gut, den. Dann los. Ja. Nix wie hoch. Gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall... Dass hier noch Leute sind. Ja, werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall... Ja, die kamen mir auch. Oh, Leck, ey, meine Fresse. Also, oh. Da oben sind Vögel, wenn du die kriegst. Ja, nee, ich will jetzt hier erstmal das mir angucken. Alter, die Mucke hat genau zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, ne? Was ist das? Verlassenheit, ne? Oh, da unten gibt's Wasser. Oder? Ich, Das Ziel mit dem Pfeil geht mir mal so hart auf den Sack. So. Ich habe so ein Wassersondal, warte mal. So, wir müssen mal gucken, wo wir hier Feuer machen können, denn ich habe etwas Fleisch. Mann, ich bin heiß müde. Ich muss. Hier ist eine Feuerstelle. Kann man da auch Feuer machen? Mal gucken. Wasser. Wie Wasser? Nee, also ich kann an der Feuerstelle kein Feuer machen. Ja, ich glaube, wir müssen hier einfach nur gucken. Also das ist jetzt hier alles sehr dunkel. Lass uns doch mal irgendwie das hell machen alles. Also ich brauche auf jeden Fall... Ich muss mich hinlegen, ich muss pennen. Ich falle jetzt um. Okay. Und wieder, okay. Sieht ein bisschen aus wie ein Drogenlabor, kann das sein? Bitte? Sieht ein bisschen aus wie ein Drogenlabor hier. Hier stehen überall so Chemikalien rum und so Eimer und Löffel und so. So ein bisschen wie bei... Wie heißt das hier? Breaking Bad? Ja. Prost. Nee, Narcos, genau. Nee, ja. So. Hast du dich jetzt auf die Dielen gelegt? Na, ich wäre sonst umgefallen. Okay. Naja, dann. Nicht anders. So, jetzt bin ich wieder da. Hm. Feuer können wir ja nur hier unten drunter machen. Also hier wäre auch ein Bett gewesen. Echt? Ja. Oh, also sogar drei. Vier. Oh, hier ist eine Notiz. Also hier wären vier Betten gewesen. Kannst du Spanisch? Oder was ist das? Hier ist eine Notiz. Kann ich nicht lesen. Also hier, wo ich bin. Ja. Guck mir gerade mal hier die Lage an, weil wir müssen... Oh, ich bin gnadenlos überlagert. Ein Wasser können wir jetzt bauen. Das ist schön. So, ich guck mal, ob wir hier irgendwo... Also wir müssen unbedingt Feuer machen. Ich habe zweimal Fleisch. Ja, ja. Das wird sonst schlecht, die Nummer. So, ich mache erstmal Pfeile. Tap, tada. Mal hier ein bisschen was gecraftet. Hier sind die Betten, ne? Ja, genau. Ey, die haben hier wirklich, die haben hier Koks hergestellt. Oder ja, nicht? Das ist ja das, was ich meine. Ich glaube, das ist so ein Kokslager. Ist auch ein bisschen nett. Findest du? Also... Ja, was du so nett findest, ist ein bisschen interessant. Gutes Zeug bestimmt. Okay. Naja, ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen eingesammelt, so Schokoriegel und so. Also wenn du Not am Mann hast, sag Bescheid. Oh, hier ist sogar ein Liegestuhl. Das haben sie sich ja schon nett gemacht hier, ne? Ein Ausguck-Liegestuhl oder eher ein Wachstuhl, aber ja. Ja, der ist so gebaut, dass man da von da, glaube ich, Wache halten kann. Ja, hast du noch ein bisschen Holz? Na klar, wo hast du das Feuer hingebaut? Ja. Oh, cool, sogar hier drunter. Nice. Ja. Ah, du musst Holz holen, ich habe nur noch ein Stück. Ja, ich habe auch, ein dickes Holz habe ich noch, aber ich dachte, das mal so kleine Holz. Ah, warte mal, da muss ich mal sammeln. So. Hier dann gleich mal Holz holen. So, jetzt kannst du nur noch große, glaube ich, reinmachen. Okay, große habe ich auch nicht mehr. Gut. Da liegt da bestimmt noch ein bisschen was rum, ne? Oder? Hier ist auch noch Obst und so. Rostige Machete. Machete. Oh, nimm die mal mit, die ist bestimmt gut zum Kämpfen. Dann ist nur alles voll. Willkommen im Club, ich habe auch keinerlei Platz mehr. Ich war auch gerade gnadenlos überladen. So, hast du jetzt Holz gefunden? Weiß nicht, ob das ein kleiner Stock... Oh, hallo Maden. Die nehme ich doch mal gleich mit.
Hello, hello. Marten gefunden. Yeah. Tja, die nächste Bisswunde ist dann versorgt. Sehr gut. Würde mich ja nicht wundern, wenn wir uns bald mal wieder eine zuziehen. Es wäre ja mal wieder an der Zeit. Wenn was? Wenn wir uns mal wieder eine Bisswunde zuziehen. Es wäre ja mal wieder an der Zeit. Dass uns irgendjemand anknabbern will. Weiß ich. Findest nicht? So, ich hab ihn gefällt. Nimm dir jetzt hier Holz. Ich hab ihn gefällt. Oh, ich bin überladen. Und ich hab Egel. Hey. Das ist hier alles schon wieder dezent nervig. Ah, ein Stückchen fehlt noch. Ja, ich bin eh überladen, also du musst einfach nur einen Moment warten. Ja, du musst dich mal anschauen. Ja, ich habe die Egel gerade weggemacht. Achso, okay. Boah, ja. Ich hab so ein fieses Teil, Alter. Also ich hätte auch einen Knochen, wenn du einen brauchst für so eine Nadel. Ja, Knochen habe ich. Okay. Verband habe ich auch. Okay, passt. Ich weiß halt nicht, warum ich so da überladen bin. So viele Sachen habe ich gar nicht bei. Vielleicht mit meinem ganzen Sachen hier. So, hab ich jetzt hier. Oh, ich hab hier auch noch so ein Ding, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Ekelhaft. So, kannst du Feuer machen? Oder brauchst du irgendwas dafür? Ich muss okay. Nur kurz auch verbinden hier. Ah, okay, sehr gut. Ich hab hier überall so komische Maden in mir drin. Wirklich ekelhaft. Oh, 3 Stück. Das ist das, also. Das ist nicht gesund. Nee. Ich habe diese komische, schwere Axt. Ich schmeiß die raus. Ich bin damit zu voll. Ah, die nehme ich nicht mehr mit. So. Irgendwas grunzt oder faucht hier. Ich weiß es nicht. Ich geh mal lieber wieder ins Lager. Sehr schön, ich komme mit Fleisch. Tada. Tada. Mois. Nüsse. Ich habe Snacks, ich habe eine Dose, ich habe Nüsse und ich habe Trockenfleisch. So, und dann gibt es ja noch einen Sammler da unten, ne? Irgendwie. Einen Wassersammler habe ich gesehen. Ah, ich habe gerade was Geiles rausgefunden. Wenn du in deinen Rucksack gehst und den aufmachst, kannst du, wenn du Y gedrückt hast, neu sortieren. Hast du mal fest? Genau. Und dann okay. Kann man das, wenn man das länger drückt, nice neu anordnen. Dann hat man direkt wieder Platz. Das mache ich länger mal. Ah, da geht's nicht. Da bin ich einfach zu voll. Wie ist denn das mit dem Wassersammler? Warum kann ich denn da jetzt nicht? Wo bist du denn? Da bist du. Okay. Da musst du was drunter stellen. Da muss eine Schale drunter. Hier, warte. Zack. Jetzt kannst du was trinken. Schon voll. Okay. Okay. Also. Wissen wir jetzt, wie der geht? Eigentlich? Haben wir das gelernt? Weil dann könnten wir den nämlich selber bauen. Wir können ihn bauen. Der ist in dem im Buch mit drin. Cool. Ja. Ich muss auch nur noch rausfinden, wie meine Gürteltier Bums baut. So, dann gucke ich mal auf der Karte. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da unten. Wir sind weit entfernt von 18, 19. Echt? Okay. Aber dann müssen wir irgendwie sind komisch. Jetzt bei 26, 27. Wenn du an die Notiz gehst und auf R drückst, dann wird die Notiz übersetzt. Ah, okay. Steht als Lesen. Und Lesen heißt dann übersetzt. Auf jeden Fall steht da was von wegen mit Blätter zerhäckseln, Säure und Dünger verteilen, kneten, füllen, was hinzufügen. Das sieht ein bisschen nach einem Rezept aus für Kokain, wenn ich ehrlich bin. Ach Quatsch. Doch, doch. Ernsthaft? Ich bin der Meinung, das ist Kokain. Ach, hör auf. Mhm. Abgießen, dann mit den Coca-Blättern und dann Säure drüber geben. Erhitzen, verdampfen, trocknen lassen. Ja gut, aber besser als der Trip, den wir in der zweiten Folge hatten. Geht ja gar nicht. Naja, sowieso nicht. Vor allem, weil wir ja natürlich sind. Wir haben ja nur Pflanzenextrakte zu uns genommen. So, jetzt gucke ich mal auf die Karte. Ach, guck, da sind wir irgendwo ganz falsch abgebogen. Ja, wir sind jetzt... Achso, ich muss hier mal mit Ich dachte ja, wir wären woanders. Sprich mal kurz mit mir. Mhm. Ist ja faszinierend, dass wir nicht da sind, wo wir dachten. Mir?
I think I found an abandoned drug factory. Wait, wait, what? A drug factory? Here? Sieht von außen aus, ich sehe niemanden. Well, it does look like it was used recently. Please be careful. Someone might return at any moment. Hey, sie meinte gerade, dass jederzeit jemand zurückkommen kann, hat sie mir auch erzählt. They even have a microwave here. In the middle of the jungle? What for? I think they used it to dry out the drugs. It's one of the steps in manufacturing narcotics. Right. Anything you can use? What? I don't want to get high out in the middle of the jungle. Jake, I meant tools and such. No. Gut, das haben wir dann auch geklärt. Die Drogennahme? ich habe mal einen Vorschlag. Und zwar, ich würde schlafen gehen. Und dann würden wir uns, wenn es hell macht, mal Richtung Westen aufmachen. Weil wenn du die Karte öffnest, sieht man ja das Drogendorf, wo wir gerade sind. Und wenn wir Richtung Westen laufen, müssen wir an eine Küste kommen. Oder eine Seeküste. Das ist halt die Frage. Mhm. Aber wenn wir komplett Richtung Westen laufen, muss irgendwann Wasser kommen. Also ich würde jetzt auch sagen, wir laufen einfach mal noch nach Süden, weil wir müssen ja diesen Haken finden. Nicht, dass im Süden irgendwas ist. Also nach Süden zur Bergkette und dann an der Bergkette entlang Richtung Wasser. Genau, also dass man unten einmal das so abgrast. Das ist eine Idee. So. Dann gehe ich mal direkt nochmal pennen. So weit wollen wir jetzt hier? Genau, Drogenlabor mitten im Dschungel, verlassen. Wo sind die hin? Die haben den Stoff zurückgelassen. Okay, gut. Also ich gebe... Was ist bei dir? Also in welchem Rucksack? In deinem. Na, Essen oder Werkzeug? Ja, in dem. Nicht Essen. Also in dem anderen, ja. Schwierig, kommt drauf an, was da rein soll. Hier ist ein Holzlöffel. Ich habe jetzt noch einen Topf mitgenommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir einen Löffel brauchen. Na, ein Löffel wäre schon cool, glaube ich. Dann kannst du so Suppe kochen und so. Ich muss erstmal gleich was trinken. So, wo hast du den Löffel gefunden? Am Feuer in der Mitte. Da ist so ein Gitter und so ein Rost, da wo die Stühle stehen, in der Mitte. Okay, dann gehe ich gleich mal gucken. Mal hin, also den Topf habe ich mitgenommen. Da wo ich stehe, ist übrigens nochmal eine Notiz, die du dir durchlesen kannst. Das ist ein bisschen interessant, vor allem eliminiert gefällt mir. Ja, ach, du pennst. Noch am Nickern. So, wenn ich jetzt gucke. Und einen Brief habe ich auch gefunden, der liegt direkt neben dir. Ich lese den mal. Oh, ich brauche schon wieder dieses gelbe Zeug. Was ist denn das? Kohlenhydrate. Ich gebe dir gleich einen Schokoriegel. Musst nur kurz warten. Ich habe noch Kokosnuss. Kann ich noch essen? Okay. Ich habe einen Brief von Thiago gelesen. Naja, wo bist denn du? Hier, warte kurz. Ich gebe dir Nüsse, Schokoriegel. Tada! Liegt hier. Wieder irgendwas am... Was? Wo? Hier direkt, wo ich hingucke. Siehst du ihn? Jetzt. Ich habe schon wieder irgendwas an mir dran irgendwie. Okay. Oh, das ist nervig. So, jetzt muss ich erstmal den Kochlöffel finden. Wo bist du denn? Soll ich mal mitgucken? Ich habe ihn gefunden, den Egel. Bleib stehen. Ich sehe. Ah, okay. Gut. Okay, naja, also wenn wir dann jetzt... Also ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Für den Löffel. Ich überlege gerade, was ich rausschmeiße. Den... Ich weiß jetzt nicht, ob der wichtig ist. Also, vielleicht ist der auch gar nicht so entscheidend. Ich hab ihn. Okay, hab ihn. Eine Machete habe ich jetzt und einen Topf. Sehr schön. So, also wir wollten gerne Süden weiterlaufen, oder was? Ja. Also wäre jetzt so der Plan, ja. Mhm. Hätte ich jetzt gedacht, oder? Ja, ich brauche unbedingt Kohlenhydrate. Warte mal, brauchtest du nicht auch Kohlenhydrate? Die hast du jetzt wegen Schokoriegel, ne? Erstmal was direkt, genau. So, dann habe ich mir mal ein bisschen Obst geholt. Ein Obst, zwei Obst. Jetzt wird es auch hell, jetzt ist es auch wieder ein bisschen entspannter. Und dann wäre das jetzt auch mit dem Löwen vielleicht gar nicht so ein Problem. Ich bräuchte auch mal eine Banane, also so langsam.
So, du gibst die Richtung bitte an. Ich weiß nämlich nicht, wo Süden ist. Obwohl, ich kann auf die Uhr gucken, ne? Uff, mal ist es nach Gucken hier, ey. So. Folgen Sie mir bitte unauffällig. Ich folge Ihnen ganz unauffällig. Man wird mich quasi nicht bemerken. Das ist doch auch schon wieder so eine... So eine Plantagen irgendwas. Ja, das sind bestimmt die guten alten Coca-Blätter. Nein, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier sich auch... Ach, stimmt, ja. Stimmt, ist ja. Das ist auch so angeordnet. Ja, die müssen hier schöne Coca-Blätter für Koks anbauen. Mia will schon wieder mit mir reden. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, stimmt. Mit mir auch. Machst du das jetzt? Ja, oder mach ich es jetzt auch? Über das Kartell. Hey, Mia. About this village I found? Yeah? What about it? It's abandoned, but I found a few burned items that couldn't have belonged to the tribe. These came from outside the jungle, it looks like. Are you certain we haven't been here before? The tribe fears our world. But they would never. Jetzt labert sie mich voll und ich kann mich nicht verteidigen. They know we are not the enemy. Hier sind Bananen. Dann. Anna. Habe ich, aber waren nur zwei. Hier sind noch mehr. Komm mal her, hier zu mir. Hier sind noch mehr, nimm die mit dir. Nimm dir die mal, dann hast du auch. Gleich, wa? Ja, ich hau die auch gleich weg. Ich you don't think that there's someone essen. Else here, do you? I don't know, so. But I don't like any of this. Be careful if you see anyone. Mal kurz auf den Tacho gucken. Ja. Hey, ab geht's. Auf jeden Fall geht's mir jetzt wieder gut. Sehr schön. Also ich bin gesundheitstechnisch gut aufgestellt. Ja, ich muss mal so ein bisschen auf den Boden achten, nicht, dass hier irgendwas... Eine kleine Schlange ist? Auch Spinnen und so. Hier ist noch übrigens noch mehr Banane. Ja, hier auch. Ja, also wir ja, sind jetzt dann zur gleichen Bananenpflanze gelaufen. Okay. I don't know, wer Süden ist. Ja, das habe ich alles okay. Im Blick. Okay, okay, okay. Ich bin gespannt, wie wir den Haken finden am Ende. Mia lappt mich schon wieder voll. Ich will mit der nicht reden. Ich brauche jetzt hier mal eine Pause, die nervt mich. Bin ich bereit für Mia. Geht mir auf den Keks. So, also es scheint jetzt hier tatsächlich eine Wand zu sein. Also wir sind jetzt hier an der Wand. Ist es so, ja? Also an der südlichen. Und dann laufen wir jetzt quasi, wir würden wahrscheinlich, wenn wir, bist du noch da? Oh. Wir würden wahrscheinlich dann, wenn wir die jetzt weiterlaufen, ans Wasser kommen. Wie du sagst, wie wir es vorhatten, ne? Dann los. Hier ist lecker. Na, hau rein. Kohlenhydrate, brauchst du was? Nee. Die müsste jetzt, die, also die Wand müsste dann so einen leichten Rechtsknick machen. Ja. Theoretisch. Ja, wenn wir jetzt Richtung Süden und dann Richtung Westen laufen, sind wir auf Kurs. Wie besprochen im Kurs. Wirkt ja fast, als hätten wir es drauf. Naja, wir müssen ja auch nicht ganz, ganz dicht an der Wand langlaufen. Wir können ja auch ein bisschen Abstand halten vielleicht. Okay, dann kann halt von links wieder was kommen, ne? Also ich fand immer diese Wandnummer ganz praktisch, weil dann halt kein Viech von links kommen kann. Aber alles gut, wir können auch ein bisschen entfernt laufen. Nee, ist okay, hast du recht. Ist hier eine Höhle? Nee. Da oben was? Da kann man hier irgendwie hoch? Ja. Ich wüsste, warte mal, über den Stock, über den Stock? Na, schwierig. Ich glaube, es ist mit Abrutschen verbunden. Mit Abrutschen und Beinbrechen. Ah ja, okay. Dann machen wir weiter. Oh, ich mag's immer nicht. Dieses durch den Dschungelstreifen macht mir Stress. Ach, Höhle. Zu mir. Höhle. Hab eine Höhle gefunden. Hui, pass, eine große Höhle. Pass auf den Boden auf. Eisenadern, da habe ich aber noch nicht rausgefunden, was wir damit machen können. Rechts lang. Nee, rechts ist ja nicht. Skorpion. Skorpion tot. Was denn? Ja, ist gut. Brauchst du halt zwei Pfeile für den Skorpion. Eisenader. Uff, dieses Rauschen in den Höhlen macht mich auch immer ein bisschen irre. Ja, ist toll. Findest du? Ja, so Stimmung macht das. Nicht gut.
Hier ist ein Obsidian, wenn du den haben möchtest, wenn ich... Ich habe kaum noch Platz, ey. Okay. Hab ich den noch. Aber die geht ganz schön tief rein. Mhm. Tatsächlich, ja. Ach, guck. Guck mal hier. Hm. Eine Notiz. Die können wir mal lesen. Die ist von Thiago. Ich habe von Thiago gerade schon wieder was gelesen. Tasche öffnen. Was ist in der Tasche drin? Stimmt, Essen. Orangensaft. Thiago hat wieder an Marcella geschrieben. Drüben ist noch Nüsse, die kannst du nicht nehmen. Oder hast du... Ich lese gerade. Ja, okay, dann nehme ich die mal mit. Irgendwas Spannendes, was sagt er? Es ist gefühlt so ein Brief von Freund an Freundin, dass sie in einem Drogenlabor einen Gringo geschnappt haben und die haben auch eine Krankheit. Rahul ist krank geworden und jetzt hält er sich von ihm fern, er will sie nie anstecken. Ihr schöner Plan ist nicht aufgegangen, also sie hatten irgendeinen Plan. Dschungel ist heiß und stickig, Schreiben fällt ihm schwer. Er versteckt sich in der Höhle, da ist es kühl und trocken und er muss Wasser trinken. Allgemeines Mimimi, verstehe. Ja, und nicht aus dem Fluss trinken, da werden die Chemikalien entsorgt. Mhm. Okay, guter Hinweis. So, wo sind was sollte ich jetzt aufheben? Ich hab's alles eingesammelt, also Nüsse und Schokoriegel und so. Okay. Also auf jeden Fall, dass du mal was brauchst, sag Bescheid. Und jetzt ist hier ein Ausgang. Karte, neuer Ort. Okay, dann sind wir einmal in so einem Halbkreis gelaufen. Okay. Und wenn er den Fluss meint, dann ist es wahrscheinlich der große. Nee, aber ist das ein Fluss dann rechts? Ach, das ist jetzt der Ausgang ein bisschen weiter am Westen, ne? Wahrscheinlich, ja. Naja, klar. Bist du noch da? So. Ja. Okay. Aber müssten wir ja weiterhin zum Wasser kommen. Vogelnest, brauchst du das? Nee, aber da ist eine Feder drin, aber da komme ich nicht ran. Da ist die Feder drin. Nein, ich kann das Vogelnest nicht mehr aufnehmen. Ich bin einfach übelst toll. Aber warte mal, habe ich nicht genug Federn? Ich habe eigentlich genug Federn. Ich brauche nicht mal eine Feder. Tut mir leid. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Federn habe ich noch. Ich habe 5, also das reicht erstmal, um mir Pfeile zu bauen. Ich dachte, wir hätten noch Not. Genau, wenn wir nachher irgendwo fix sind, dann kann ich die Federn ja geben. Dann kannst du dir die Pfeile bauen. Ich brauche die ja im Prinzip nicht. Nee, ja. So, immer so ein bisschen rechts, links gucken. Nicht, dass da irgendwo was sich anschleicht. Ich versuche dem auch zu lauschen, ob hier was sich anschleicht oder nicht. Ja, man muss halt rechts, links gucken und dann auch auf den Boden. Da hinten ist ein Vogel. Na, die Raubkatzen, die schleichen halt so. Da hörst du ja halt so einen Taps und dann irgendwann so ein Knurren. Wenn die dicht dran sind. Kurz vor Angriff hörst du so ein Knurren. Ah, ich weiß nicht, ob meine Machete hier wirklich tatsächlich... Boah, die ist bestimmt stärker als die komische Axt. Kann sein, hoffentlich. Also würde ich jetzt mal tippen. So, also da hinten wird's lichte. Mhm. Heißt. Hier sind Bananas. Die nehme ich auch mal mit. Oh, ich bin voll. Gnadenlos voll. Ja, ich bin langsam ein bisschen erschöpft, aber das ist das Einzige, aber das geht noch. Mhm. Laufen wir noch Richtung Westen? Ja, ja. Da okay. Ich wollte nur sicher gehen. Hier tippt was, vorsichtig. Schlange, Spinne, irgendwo Spinne. Ich höre sie. Links von uns auf jeden Fall. Da wird's lauter. Nein, lass uns weiterlaufen. Oh. Lass uns weg. Oh. Ah, krieg ich mal erstmal ein. Achtung, bleib stehen. Ja? Schlange. Oh. Ich hab sie gesehen, warte. Zack, ist tot. Hab dich gerettet. Okay. Okay, warte mal, ich. Einfach gerettet habe ich dich. Alter. Ich bin sofort hier. Klare Stehenblieben. Oh, über dir sind noch Bananen, die du mitnehmen kannst, wenn du magst und Platz hast. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen amüsant, dass ich, als du meinst Stehenbleiben, erstmal dachte, boah, krasse Aussicht aufs Wasser. Dabei meinst du die Schlange. Ja, also... Also Wasser ist kein Meer. Kein Meer, aber es ist ein... ordentlicher Fluss. Okay, dann wollen wir mal gucken. Boah, ich hab's geahnt. Hm? Oh ja. So. Eine Crocodile. Eine Crocodile. Hallo. Habibi. Das war kulturelle Aneignung. Oh, das mit dem Pfeil. Meinst du, das geht? Wollen wir gleich sehen.
Ja? Geht. Sauer. Ich hab's getötet. Mit zwei Fallen, ja? Ich hab's getötet. Es ist einfach vom Stamm gerutscht. Echt nicht schlecht. Dann können wir das jetzt machen. Aber ich glaube, es wird nicht das einzige gewesen sein, oder? Ach komm. So viel hat das Spiel bestimmt nicht für uns. Weigt er aber auch ganz schön schnell runter, ey. Meine Güte. Ich hab gerade ein Krokodil getötet. Ich finde, das ist gut. Oh, das arme. Ey, ich hab halt einfach. Oh, guck mal, wo die Feinde sind, bitte. Komm mal zu dem Krokodil und guck's dir an, wo ich ihn getroffen hab. Warte mal, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Achtung. Und kein Wunder, dass ich nur zwei Pfeile brauchte. Ich muss mich durch, ich bin Arzt. Ja, ich hab die halt original und direkt in den Kopf reingesemmelt. Er hat wenigstens nicht lange gelitten. Also, und die Schutzrichtung ist einmal quer rüber, also über Kreuz quasi. Okay, kriegst du das Gehäut oder? Ich gucke mal. Das ist ein schwarzer Kaiman übrigens, ja, falls es dich interessiert. Okay. Da ist bestimmt irgendeine Patzung drauf. Ich muss mich auf jeden Fall gleich waschen. Bestimmt. Oh, nee, ich kann es nicht aufnehmen. Hier liegt viermal Kaimanfleisch, das du bitte aufnehmen musst. Ich auch nicht. Nee, achso, du musst mal kurz raus, genau. Ich geh mich mal waschen. Ich bin nämlich viermal dreckig. Jetzt bin ich überladen. Wir müssen irgendwie Feuer machen, um das zu grillen. Ja, ich mach mal ein bisschen was, mal gucken, ob das hilft. Also viermal Fleisch ist ja ordentlich, ne? Dafür, dass ich eine zwei Pfeile gebraucht habe. Aber dafür war ich richtig dreckig. So. Lean. Kann ich irgendwas, Oh, okay. Dann, ja. Hast du das Fleisch jetzt? Ja, hast du. Ja, ich bin allerdings hoffnungslos überladen. Okay. Ja, wir müssen grillen. Oder kannst du irgendwas rausschmeißen? Ah. So, ich muss mal gucken, was ich noch rausnehmen kann. Tabakblätter. Nein. Jetzt geht's wieder. Ist mal random hier ein paar Sachen. So, warte mal, was war denn jetzt eigentlich auf der Karte? Gibt's ich hab übrigens gar nichts mehr zu trinken, ne? Also wenn wir hier... Na, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich hab hier noch Orangensaft am Start. Okay, alles klar. Ja, wo wollen wir weitermachen? Naja, links geht's wahrscheinlich nicht weiter. Also wir können kurz mal nach links gehen, ein Stück vielleicht. Wieso meinst du, dass es links nicht weitergeht? Auf der Karte. Also, das wäre dann Richtung Norden. Warte mal. Ist das nicht rechts? Norden. Ach so, warte mal. Nee, Norden, dann geht's da nicht weiter. Das heißt, da geht's tatsächlich weiter. Ja, ja, klar. Ah, okay. Okay, also, ich hätte jetzt gesagt, pauschal da. Wo jetzt lang? Ich hab's nicht verstanden. Also, wir gehen Richtung in der Karte, Süden. Ne? Also, Richtung Norden würden wir in der Karte weiterkommen und Richtung warum? Süden. Warum? Stopp. Warum würden wir Richtung Norden weiterkommen und Richtung Süden nicht? Na, kannst du auf der Karte gucken. Also Richtung Süden kommen wir ans Ende der Karte. Ach, da sind wir am Zippel. Ja, okay. Ja, ja, okay. So, man könnte an dem Zippel vorbei und gucken, ob da irgendwas kommt. Nee, du hast recht, ich habe mich vertan. Wir laufen nach rechts. Grundsätzlich wäre ich dafür. Okay. Ich hätte Bock so, aber ich würde das auch... Ich würde nach rechts laufen, also nach Süden. Okay, nicht mal kurz ein Stück gucken, was da gibt? Okay, gut, alles klar. Dann willst du unbedingt nach links? Du, alles nö, ist cool. Also, wenn da der Haken liegt, haben wir halt Pech gehabt, ne? Genau. Ich bin schuld, toll. Genau. Deswegen, großartig. Kann ich mich dann schön da rausziehen. So. Boah, wir werden es nie wissen und wenn wir den Haken nicht finden, werden wir uns immer fragen, ob der da war. Ob der da war. So sieht's aus. Na, da habe ich ja wieder eine Party erfunden hier. Ey, ob da was im Wasser? Also ich meine... Da sind Fischis drin. Das sind tolle Fische. Ach ja, bringst du dich wieder in Lebensgefahr? Na super, alles schön. Okay, schön, das freut mich. Nachdem ich den schwarzen Kaiman gesehen habe, würde ich das Wasser auslassen. Ja, das... Ja. Das ist auch schon wieder so ein Riesenfisch. Mhm. Aber wir brauchen die Fische halt gerade nicht. Die dürfen daraus nicht. Oh Gott, hab ich mir getroffen, ey. Okay. Wegen mir? Wir dürfen daraus nicht trinken, ne? Irgendwie sowas. Na, außer wenn wir rote Pilze haben, dann schon. Hier sind ja rote Pilze. Ja, das war vergiftet. Ach, wegen den Chemikalien, ne? Ja, ja, ja. Ah, ja, das hab ich schon wieder helfen, vergessen. Ja, am Ende. Das... Du willst hier oben lang, oder was? Okay. Also. Ich würde jetzt pauschal erstmal so ein bisschen an der Küste bleiben. Mhm. Finde ich irgendwie ganz spannend hier. Also, ja, okay, weil du jetzt vom Wasser weggelaufen bist. Aber ja.
Ah, okay, wir kommen hier durch, verstehe. Wir müssen aufpassen, nicht, dass hier nochmal ein Kaiman um die Ecke kommt. Oh, ich bin erschrocken. Hier lag einer, dachte ich, und das ist aber hier nur der Holzstamm. Guck mal, der Vogel, der war gerade festgebackt. Der hat einfach die ganze Zeit, ist er geflogen, auf einer Stelle, aber jetzt nicht mehr. Okay, willst du oben oder unten langlaufen? Keine Ahnung. Ich folge dir, weil du bist die Vorhut. Wir müssen halt gucken, dass wir das Fleisch jetzt irgendwann nochmal, ne, warten. Nicht, dass das irgendwie... Ja, guck doch mal, wie lange das Fleisch noch haltbar ist. Dann wissen wir, ob wir es erst nachts machen müssen oder direkt. 14 Stunden. Naja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Mal hier, roh, 17 Stunden. Ja, also ist okay. In Game Time, ja. Ne? Ja, ja. Also haben wir noch bis nachts Zeit. Wir müssen eh, wenn es dunkel wird, irgendwo lagern. Dann können wir nochmal einen Moment weiterlaufen. Okay. Also ich würde ja mal eben so einen ganz kleinen... Ja, noch was gehört. Hä? Okay, jetzt höre ich... Einen ganz kleinen Schlenker mal ganz komisch reinmachen, um mal zu gucken, ob hier irgendwas... Nicht, dass wir hier was verpassen. Weil jetzt kommen wir nämlich... Ah ja, okay, verstehe. Ist klar. So, wir sind jetzt hier an der Gabelung. Immer, ich hab Igel. Sind wir schon da? Echt? Okay, krass. Dann sind wir jetzt schon... Wir sind wieder bei dem Fischerdorf da hinten. Okay, sind wir echt schon einmal rum? Ja, ja. Ist ja dumm. Wir haben noch keinen Haken gefunden. Nee. Das der ist ja wird wahrscheinlich ernst. Oben in dem ganzen Gebiet sein. Bei welchem Fischerdorf sind wir? Okay, das Einzige, was wir machen können, wir könnten ja mal rüber auf die andere Insel. Ich weiß jetzt nicht. Also, ich gucke mal kurz auf die Karte, auf diese Halbinsel. Dann könnte man von dort aus wieder rüber. Wo ist denn dieses Fischerdorf auf der Karte? Naja, nach dieser Ach, Insel ja. bei 1952. Ja, genau. Wollen wir kommen, wir gehen auf die andere Insel nochmal. Da wollten wir eh schon mal hin. Rüber, ja. Ja. Okay. Muss auf jeden Fall bald mal schlafen, fällt mir gerade auf. Hab nur noch die Hälfte meiner Müdigkeitsanzeige. Ja. Also wenn es gar nicht geht, leg dich hin. Ich ja, ja, ach alles gut. Wir gehen hier erstmal gucken und dann würde ich fast sagen, wir nehmen dann das Fischerdorf wieder als Base. Also dann können wir da kochen. Wir haben noch was gebaut, oder? Genau, dann können wir da kochen und so, vielleicht. Also wenn wir hier nichts finden, wenn wir hier was finden, natürlich nicht, dann können wir auch hier bleiben, aber... So als... Ohne ist was Gebautes. Oh, echt? Oh, krass. Ja, haben wir wohl einen neuen Ort entdeckt. What? Alter. Ordentlich verdorbene Bananen. Okay. Räucherofen? Ist hier? Oder ist das ein Trockenofen? Einfach nur ein Trockengestell, ne? Oh, nee, ein Räuchergestell, okay. Ja, also... Wir können auch hier bleiben. Weil ich bin jetzt übelst überladen. Ja, wollen wir Feuerchen machen hier? Na dann mach. Musst du nur anmachen. Es ist schon fertig hier. So, okay, warte, mache ich gleich. Ich bin gerade dabei, hier die Bananen zu zerstören. Und die Kokosnussschale muss da rausliegen. Na, warte, mache ich gleich. Das ist eine gute Idee. Vor allen Dingen den Eimer. Ah, ja, genau. Da können wir dann auch Wasser drin. Mhm, perfekt. Müssen wir vielleicht nicht mehr alle Kokosnussschalen mitnehmen, ne? Aber das Feuer. Ach, ist nicht überdacht, ne? Richtig. Ach Mann. Was ist das hier drüben gewesen? Ein Räuchergestell. Das heißt, darunter kann ich doch ein Feuer bauen. Kannst du darunter ein Feuer bauen, ja. Dürfte dann eigentlich auch trocken bleiben, ne? Also ich weiß nicht, ob es trocken bleibt. Nee, da tropft's hin. Ja, mal sehen. Mal gucken. Ach Mist, jetzt bin ich hier irgendwie. Eine Stöcker mache ich. Musst nur große holen. Das ist Bambus, das geht nicht, wa? Okay, brauchen auch noch kleine Stöcke. Und hier gibt's so wenig. Hier gibt's halt mehr Bambus, ne? Ja. Noch mal ein Stückchen laufen. Oder das andere Lagerfeuer. Nee, machen wir nicht. Ah? Alles gut, ich hab falsch gedacht. Ja. So, hier ist noch ein Stock. Hier ist noch ein Stock. Ich sammle hier mal ein bisschen was ein, was ich hier so finde. Mir hier so vor die Flinte läuft.
So. Zack. Hast du genug? Oder nicht? Ja, ich glaube schon. Okay, ja, ich glaube, ich kann das Feuer. Oh, zwei fehlen mir noch. Zwei Stöcker. Also kann zwei ich Stück. Mitbringen, ja. Okay, cool. Bin gleich da. Muss mal hier kurz ein bisschen was sammeln. So, jetzt habe ich Holz. Ich bin da. Ein bisschen Ameisenhaufen und so. So. Ist da, kannst du machen. Okay. Boah, ich bin auf jeden Fall übertrieben müde. Muss ich mir überhaupt Pfeile bauen? Wie viele Pfeile habe ich denn? Ich habe eigentlich genug Pfeile. Ich habe auch so Obsidian. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles brauchen, ey. So viel Plünder dabei. Ach, es brennt ja schon. Cool, jo. Dann kann ich da mal was räuchern. Und dann kann ich da mal was hier hinschmeißen. Ich, warte mal. Du hast das Kaimanfleisch, ne? Warte mal, ich klopfe das mal alles hier hin, was ich habe. Hättest du doch gleich rauflegen können. Ja, ich hab so viel. So, jetzt ist hier erstmal voll die Hütte. Oh, du hast noch mehr? Um Gottes Willen, wir sollen das alles essen. Wen hast du noch eingeladen? Was soll ich sagen? Ich war fleißig. Oh. Ja, jetzt hier nochmal neu sortieren. Achso, wolltest du dir solche Federn irgendwo hinhauen? Nee, bitte nicht, ich hab so viel Federn. Kannst die eigentlich da lassen. Also, ganz ehrlich. So, brauchen wir einen Unterschlupf oder was? Na, ich würde eher zwei Betten bauen. Also, ein Unterschlupf und ein Bett. Dann können wir auch speichern. Okay, warte mal. Dann brauchst du wahrscheinlich Holz, ne? Naja, ich würde das Ding aus Bambus machen, glaube ich. Mensch, wo war denn das? Hier. Ah. So, ich baue mal hier nochmal ein paar Pfeile in der Hoffnung, dass ich ein bisschen Platz in meinem Inventar kriege. So. Bin ich jetzt verrückt? Ach, hier. Ja. Boah, ich habe so viel Unterstand kann man, achso, nur Spiel zu speichern, oder auch Spiel zu speichern. Und schlafen kann ich im Unterstand aber nicht, oder? Nee. Doch, klar. Okay, dann machen wir das, weil das ist nämlich, kann auch aus Bambus machen. Oh. Ach, guck mal. Ich habe gerade verdorbenes Fleisch gesammelt. Ja. Und du kriegst dann Maden. Wie meinst du das? Also wenn du verdorbenes Fleisch im Inventar hast und du kannst das ja dann zerstören. Und da, wo zerstören steht, stand sammeln. Und ich habe drauf gedrückt. Und ich habe quasi Maden bekommen, weil ich verdorbenes Fleisch gesammelt habe. Das heißt, wir müssen Maden nicht mehr finden. Wir müssen nur warten, bis Fleisch vergammelt ist. Okay, verstehe. Das ist nice. Richtig gut. Bin ich jetzt blöd oder was? Hast du verstanden, was ich meine? Ja, ne? Ja. War jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, deswegen frage ich, aber es ist cool. Scheit. So. Muss ich sagen. Geil. Brauchst du irgendwas? Kann ich dir was helfen? Na, da ist dieser Unterstand. Ja. Und dafür brauchen wir halt jetzt Bambus und so weiter. Und was? Bambus-Scheite? Habe ich. Nee, die haben nicht Scheite. Die habe ich auch schon. Ach so. Hä? Scheiße, was brauchen wir denn dafür? Ich weiß es nicht. Hä? Bambusscheite. Also. Hab ich jetzt verrückt? Warte mal. Ja, ich glaube, also, du bist ein bisschen verrückt. Ja, Bambusstock, Seil, Palmblatt. Aber ich hab doch hier einen Bambusscheit. Du hast schon wieder Egel. Jetzt brauchen wir lange Bambusdinger. Ich entegel dich mal.
ist irgendwie nicht. Du brauchst jetzt auch lange Bambusstöcker und keine Bambusscheite. Ja. So. Ich habe meine Fähigkeit zu bauen. Ich bin auf jeden Fall mal hardcore müde. Ich fall gleich um. Stupid piece of shit. Meine Axt ist auch im Arsch. Hast du noch Steine zufällig? Nee, aber ich nehme ganz viele. Ah ja, perfekt. Weil ich muss mir nämlich eine neue Axt bauen. So. Ja. Baue ich mir mal eine Axt. Danke. Brauchst du noch einen? Nee, hab. Ich höre es nur klonkern hier neben mir. Plunk. Ja, okay. Also. So. Feuer ist in Ordnung. So. Was ist denn jetzt hier los? Bin ich so überladen oder was? Boah, ich bin schon wieder überladen. Ich werde verkloppt, ey. So. Immer noch nicht. Brauchen wir jetzt das oder brauchen wir es jetzt nicht? Boah, ich bin auf jeden Fall mal hart müde. Hast du ein Bett? Ist Unterstumpf, hast du ja auch Bett, ne? Also, sobald der fertig ist, kann ich pennen, weil. Sonst ist hier gleich Feierabend bei mir. Hast du hier deinen Bogen hingelegt? Nee. Nee, nicht einen Bogen. Okay, warte, ich guck mal kurz. Ja. Nee. Ja. Nee, hab ich nicht. Ich habe aber gerade irgendwie komische Stimmen gehört. Ein bisschen Angst gerade, dass hier jemand kommt. So, hast du jetzt hier... Wir müssen mal weiterbauen, sonst schlafe ich ein. Alles gut, alles gut. Gut. Hier sind Steine und Holz und ich kann dir auch Tau hinlegen. Ah, nee, das habe ich alles. Ich muss nur... Ich verstehe nicht, wie sollen wir denn an lange Bambusdingers kommen? kleiner Stock? Nee, ich brauche einen großen Stock. Ja. Wie waren das? Zwei Steine? Nee. Ich brauche einen langen Stock, ne? Ja, lange Bambusstöcker. Und ich fäll hier die ganze Zeit Bambus und das sind alles immer nur Bambusscheite. Nee, ich meine jetzt für die Axt. Achso, ja, ein Holzstock, einen langen Holzstock hier. Nee, hier bei mir. Oder willst du die schwere Axt bauen? Ja. Dann brauchst du einen langen Stock, Holzstock. Ich weiß jetzt aber immer noch nicht, wie wir den langen Bambus kriegen sollen. Jo, gerade ein bisschen, Hier, ist doch. Hier liegen noch ganz viele. Ja, ich habe ja auch gerade wie bescheuert. Ach, okay, ich habe wie bescheuert Bambus gefällt. Vielleicht sind die daher. Nee, das sind doch keine langen, oder? Ach doch. Dann habe ich ja anscheinend doch durchs Fällen welche bekommen. Okay. Genau, einen brauchen wir noch. Okay. Hast du einen? Nee. Soll ich einen fällen? Oder fällst du? Du fällst, okay. So, ich habe. Hier wäre sogar noch einer gewesen. Oh, noch einer. Hier nicht ran, oder was? Oh, nervig. Ich krieg den auch nicht ran. So. Jetzt die Seile. Power. Okay. Meine sind alle. Die halt kaum anvisieren, ne? Naja, muss man ein bisschen hin und her. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche hab. Hast du oder brauchst du noch? Warte mal, ich weiß nicht, ich hab nur noch einen. Oh, ey, das ist doch schon wieder... Ich fall einfach gleich um. Der ist schon wieder nur im Eimer, der Typ. Richtig nervig. So, Palmblätter. 26 Stück. Sind das hier Palmblätter? Nee, das ist Bananenblatt. Okay. Achso, Palmen ist für das andere hier. Ja, stimmt ja. Meine Güte. So, hier. Palme Nummer 1. Falle ich mal um. Also, wenn ich es noch schaffe. Oh, der kann nicht mal mehr vernünftig fällen, ey. Warte. Ich hau mit. Okay. Da. Okay, perfekt. Gemeinsam sind wir stark. Ja, wirklich, ey. Irre. Ja, das war aber was anderes. Ja. Ist ein bisschen lästig jetzt hier. Der so krass im Arsch ist hier schon.
Hast du es gerade? Okay. Oh, ich höre hier so komische Geräusche, so ein und denke mir so, what? Brauchst du noch was? Bitte? Brauchst du noch was? Palmblätter. Okay, also wusstest du nicht, ob wir noch welche brauchen. Zwei Stück, ich glaube, hier hinten sind noch. Okay. Nicht zwei. Jawohl. Okay. Okay, dann brauche ich nichts mehr fällen, alles klar. Nee. Ich hab jetzt hier schon fünfmal auf die Palme eingedroschen, egal. Vielleicht können wir da sogar beide drin pennen, das ist voll groß. Oh, aber wir brauchen noch lange Bambusstücke. Ernsthaft? Ja. Oh, ey. Ah, ich habe aber zwei, ich glaube, die reichen. Ich habe auch einen. Nicht im Unterstand schlafen. Nicht einfach umfallen. So. Ich kann darunter nicht schlafen, du kannst nur speichern. Ich wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Leg dich da drunter und schlaf da. Ich kann mich da nicht drunter legen. Warte mal, können wir nicht da ein Bett reinbauen? Ja, müssen wir. Aber jetzt dann wirklich schnell. Wo war denn das Bett? Ah, schon fertig, Palmblatt. Was, jetzt schon? Ja. Oh, schon wieder Palme? Ja. Oh, ich kann doch nicht mehr. Ja, Palmblätter. Ich fall gleich um. Ah, ich auch. So, drei Stück brauchen wir noch. Ja, ich versuche hier gerade was zu fällen, der kann noch nicht. Nee, mach nicht, ist alles gut. Ich hab. Ja. Hast du? Ja. Mann, jetzt hab ich auch. Fertig. Gute Nacht. Tschüssi. Ich stelle mich an dir vorbei. Ich hab die Palme wieder beiseite geschmissen. Zack, ich bin weg. Tschüss. Sag mal an hier, wie schlimm es bei dir ist. Dann wechseln wir uns im Zweifel schnell ab. Ja, ist gut, passt schon noch. Ich flamme hier ein bisschen. Ist ja genug da. Ist vor allem genug Fleisch da. Stimmt. Ja. Oh, ich habe mich so richtig gut ausgeschlafen. Oh, das ist himmlisch. Ah, guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Ja, gut. Hervorragend. Bisschen nass, aber ansonsten alles gut. Klasse. Ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Durst, ich bin ausgeschlafen. Es ist großartig. Wie, bist du jetzt schlafen gegangen? Warte, ich komme zu dir. Och Mann, das geht nicht. Naja. Ich mach hier kurz auf und aus. Kein Ausguck. Ja, nee, ich gehe nicht freiwillig alleine los. Ich warte mal lieber auf dich. Aber mich würde ja mal interessieren, ob er hier gechillt hat. Es ist immer noch dunkel, ne? Ja. Es ist 0 Uhr. Toll. They even have logos on the packages. So, these guys aren't messing around. This is a professional operation. I can't believe that's what you're doing right now. Oder? Warte mal, ich guck mal kurz. It's funny they picked a snowman. Why? Well. Yeah. There's no snow in the Amazonia jungle. Okay. It's not funny. You're just wasting the batteries. So. Gerade von Mia voll Ärger bekommen, weil ich Quatsch erzählt habe und sie der Meinung ist, ich würde Batterie vergeuden. Schon eine ganz schöne Zicke, ey. Meine Güte, ja. Die soll sich freuen, dass wir auf dem Weg sind. Ja, aber mal wirklich, ey. Immer diese Weiber. Wirklich. So, also. Okay. Also mein Inventar ist schon hart voll. Außer mein Essensinventar. Das ist super leer. Ja, rein theoretisch könnte man jetzt auch losgehen. Wenn es hell wird. Ich weiß nicht, wie spät ist es jetzt. Ist schon Mitternacht durch, oder was? Warte. Ja, 1 Uhr. Könnte man rein theoretisch ja auch losmachen. Ja, ich weiß ja auch gar nicht, wie lange haben wir denn noch? Haben wir noch einen ganzen Tag Zeit? Oder sind wir schon wieder drüber hier? Bitte nochmal? Entschuldigung, ich hab jetzt wie viel Zeit wir jetzt noch für unsere Folge haben? Weil nicht, dass wir schon wieder übelst drüber sind. Ja, wir sind jetzt bei einer Stunde 10. Das heißt also, eigentlich ja optimal, um hier Feierabend zu machen. Richtig. Ist jetzt nicht besonders aufgeräumt und nicht besonders, ne? Aber passt schon. So, Feuer brennt auch. Habe ich noch was ich auflegen kann? Wenn ich jetzt schon mal hier...
Ne. Ne. Na dann. Was essen? Ja, machen wir nächstes Mal, würde ich sagen. Oh, guck mal hier. Ach, das liegt hier oben alles. Ah. Ja, ich hab's aufs Räuchergestell gepackt. Voll cool. Okay, geil. Das hält sich auch länger. Ist ja super. Okay. Ja, cool. Dann machen wir das so. Also, ich guck noch mal kurz auf Karte. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Achso, wir sind auf der Halbinsel, genau. Und da müssten wir dann einmal rüber über den Fluss. Ah, ich bin ja immer so ein Freund von so Ecken erkunden, aber ja, schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall so einen Haken. Ja. Gut, machen wir das nächste Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Und an der Stelle würde ich gerne nochmal kurz einen Gruß loswerden an Angelboy. Mein bärtigen Easy Rider aus dem Unbekannten. Schön, dass du dabei warst. Liebe Grüße an der Stelle. Willst du jemanden grüßen? Nö, ich bin raus. Erstmal nicht. Du bist raus, ich auch. Bis wir dann. Beide. Und ciao. Tschüss.